Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einem fresh neuen Minecraft Video. Heute in einem Battle gegen Awesome Elina. Hallöchen. Hallo. Hallo Leute, wir haben zwei Seiten. Elina ist auf der anderen Seite, da musst du mal ganz kurz rüberfliegen. Ich bin auf der Seite und wir battlen uns heute. Ich bin mega gespannt, wer der Bessere sein wird. Das kam nämlich in den letzten Episoden super gut bei euch an. Ihr habt mega krasse Bewertungen rausgehauen. Richtig viele neue Zuschauer sind dazugekommen, haben neu abonniert. Herzlich willkommen an alle Neuen natürlich. Wir haben folgende Ausrüstung für dieses Battle. Wir haben die Armee, bestehend aus Zombies, beziehungsweise Elina hat Mädchen-Zombies und Skeletten. Außerdem müssen wir jetzt eine Base bauen. Also Ziel der ganzen Sache ist es, eine Base zu bauen, die möglichst gut mit Stuff zu verteidigen. Und dann muss man die Base des jeweils anderen erobern, Leute. Wenn ihr mehr Episoden davon sehen wollt, nicht vergessen, Like-Button zu flanken und unter dem Video ein Abo dazulassen. Und wir legen los. Wir gehen an unsere Truhe. Sowas, wir brauchen über die Spitzhacke. Erstmal können wir uns ja schon mal ausrüsten. Wir haben hier auf jeden Fall eine Obsidian-Rüstung, Leute. Die verzaubert sich automatisch mit Feuerschutz, Health Boost, Flame Resistance und ziemlich. Also wir haben auf jeden Fall nice Bonusherzen. Kein Knockback und, ja, genau. Wir haben das Onyx-Schwert. Das erstellt von einem Cheater, steht hier. Okay, das ist auch ziemlich nass, nehmen wir. Wir haben Dynamit, wir haben Tipped Arrow Bomben, wir haben Schneeballbomben, wir haben die mysteriösen Lucky Bohnen, wir haben den Protecto, wir haben verschiedene Minen, die wir platzieren werden, wir haben einen Elektrozaun, wir haben verschiedene Flüssigkeiten, Leute. Wir haben allerhand. Wir haben unsere Army, die heben wir aber noch auf, Leute. Bogen haben wir, Innendeko haben wir. Diamanterz machen wir auf jeden Fall für... Ja, die sollte nicht zu groß sein, weil... Je größer die ist, desto schwerer kann man die auch verteidigen, Elina, ne? So als kleiner Tipp, weil ich habe ja letzte Episode ziemlich deutlich gewonnen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nee, kann ich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Okay, ich habe auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Wir machen hier so eine Art Pyramiden-Action. So, genau. Und dann bauen wir hier oben drauf dann das eigentliche Haus, oder die eigentliche Base. Wir machen das hintere Fenster zu, weil dann kann man ganz geil die Leiter machen. Das ist dann besser. Also das müsste ich außen so einen Block freilassen. Das wird dann Angriffsfläche bieten für Elina, damit sie damit eine Bombe reinschießen kann oder so. Das wollen wir natürlich nicht, ne? So, das heißt, perfekt. So, jetzt machen wir das Ganze hier noch. Genau, so. Auf der zweiten Etage machen wir ein paar, ja, wobei, da machen wir hier so. Genau, hier kann man rausschießen, hier kann man rausschießen, hier kann man rausschießen und hinten machen wir wieder zu. So, genau. Perfekt, Leute. Da kann man schön Dynamit dann rauspfeffern oder auf was man auch immer Bock hat. Wie viele Blöcke haben wir noch? Wir haben noch 50 Blöcke. Das reicht eigentlich für... Ja, das... ich weiß nicht. Das reicht eigentlich für nicht wirklich noch... Ich habe eine Idee, was wir machen. Ich habe eine Idee. Wenn ich aber hier Bogenschützen drauf... Nee, wir müssen auf jeden Fall noch einen Verteidigungsturm bauen mit Bogenschützen, Leute. Das ist klar, weil... Ich würde sagen, letzte Episode haben wir ja mega krass angegriffen. Heute würde ich sagen, verteidigen wir ein bisschen mehr. Und lassen Elina mal ein bisschen kommen. Also habe ich meine Taktik schon verraten, aber kannst du ruhig wissen. Ist ja mega. Schauen wir mal. Ja... Sieht nach einer freshen Diamantbase aus, auf jeden Fall. Also sieht jetzt nicht wunderschön aus, Leute, ich weiß. Aber sie macht immerhin was her. So, okay. Wir verbrauchen aber natürlich alles, was wir haben. So, zuerst den Elektrozaun, Leute. Ganz klassisch der Elektrozaun. Ich würde sagen, den machen wir einfach hier so eins davor. Perfekt, Leute. So, wir müssen gucken, wie viel Platz wir haben. Das muss auf jeden Fall hier abschließen. Weil ich denke mal, dass die Lina von vorne kommen wird. Und, okay, hier wird es halt ein bisschen tricky. Das wird nicht ganz... Oh doch, das reicht, glaube ich, sogar. Oh, das reicht, Elina, das reicht, jawohl. So, jetzt habe ich noch drei übrig. Wo machen wir die drei hin? Weiß ich gar nicht, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, die machen wir hier so hin. So, genau, perfekt, okay. Elektrischer Zaun haben wir verbraten. Obendrauf packen wir die Spinnennetze. Das ist eigentlich eine nice Verteidigung. So ein elektrischer Zaun mit Stacheldraht obendrauf quasi. So, 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 so. Das habe ich auf... Fast gar nichts mehr. Oh, perfekt aufgebraucht. Jo, nice. Okay. Du hörst ja meine ganzen Tricks jetzt, Elina. Die darfst du aber nicht kopieren. Na gut. So, okay. So, das ist eigentlich mega nice. Jetzt haben wir nämlich noch ein paar Diamanterze übrig. Aber wir haben auch noch diese ganze Geschichte, die ich natürlich auch noch benutzen will. Die platziere ich aber am Ende, weil sonst laufe ich da selbst rein. Ich sehe da schon kommen. Wir haben jetzt noch Flüssigkeiten. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Wir machen, glaube ich, einfach... Ich habe eine ganz geile Idee. Ich habe eine ganz coole Idee, Leute. Und zwar machen wir einfach so eine abwechselnde Schicht. Das wird ziemlich cool. Meine zwei Burggraben sind am Start. Wir haben Lava. Falsche Lava. Wasser. Falsches Wasser. Damit ihr auch Bescheid wisst, quasi falsche Lava ist quasi Lava, die aber wie Wasser ist. Und falsches Wasser ist
Lava, die aber wie Wasser aussieht. Also quasi umgekehrt. Finde ich sehr interessant. Mal sehen, ob Elina hier durchblickt, dass hier was ist. Ich weiß es ja selbst schon nicht mehr, aber... okay. Was haben wir noch am Start, Leute? Wir haben zum Base-Bauen. Oh, die Protektoren noch, die schießen. Die mache ich hier dann. Nice in die Verteidigung rein. Dann machen wir einen hier so hin. Da. Jawohl. Lucky Beans, du hast die schon gegessen? Nein. Na, das steht aber im Chat. Wenn man hier reinkommt, braucht man natürlich erstmal eine nice, gechillte Couch. Mit, hier kommt noch ein Stuhl rein, falls wir noch einen Gast haben. Oh, das sieht mega cool aus. So, und natürlich ein Kühlschrank, damit man hier... Oh, da kann man sogar was reintun, Leute. Wir tun mal ein bisschen die Goldäpfel rein und kühlen die für Elina, falls du hier doch in meine Base kommen solltest, was ich nicht hoffe. Hier machen wir noch einen Stuhl und hier einen Stuhl. Und hier auf dem Dach machen wir natürlich auch einen Stuhl, damit ich auch schön chillen kann und sehen kann, wann du kommst. Dann kommt hier die Küche hin. Dann machen wir die Waschmaschine dahin und den Herd dahin. Einen Computer haben wir auch noch. Einen Tisch und einen Computer. Den setzen wir hier oben hin, Leute. Schön mit aus. Ich meine, das wäre doch mal ein nicer Computer, Leute, oder? Okay, das ist irgendwie verbuggt. Aber guckt mal, wie chillig das hier wäre mit nicer Aussicht am Computer chillen. Kann ich den öffnen? Yo! Das geht sogar. Ich kann dir Sachen kaufen, Elina, für Emeralds. Wir beginnen mit der Aufstellung meiner Armee. Ich habe 20. Warte mal, da würde ich sagen, hier, hier. Die blauäugigen, die lilaäugigen, Bogen-Sniper-Skelettschützen. So, da kann ich sogar auf jede Stufe einmachen. Passt mal auf, Leute. So. Oh, nice. 5 habe ich noch. Die setzen wir hier noch so dazwischen, würde ich sagen. So, so, so. Okay, nice. Da haben wir schon mal so meine nice Sniper-Armee. Und die Frage ist, kommst du überhaupt durch diese Verteidigung? Ich würde halt einfach mal sagen... Oh nein, jetzt falle ich in meine eigene Lava. Oh no. Oh Gott. Leute, huh. Ich würde sagen, dass wir die Zombies dann passend irgendwie hier aufstellen. Einfach hier so in einer Reihe, so 1, 2, 3. Oh, die sehen nice aus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier dann auch nochmal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Elina. Mensch, wo bleibst du denn? Ich bin bereit für deinen Angriff. Ich hab die Idee. Leute, ich hab eine mega nice Idee. Elina, kannst du dich mal kurz muten? Ich will nämlich... Du willst okay. Plötzlich meine Pro-Taktik hören. Ja, ich mute mich. Okay. Und zwar, Leute, wir haben ja verschiedene TNTs. Und die kann man natürlich so geil einsetzen, weil die muss man halt mit einem Feuerzeug zünden. Aber ich vermute mal, das kann man nämlich schmeißen. Und ich vermute mal, dass man damit die Dinger auch zünden kann. Deswegen platziere ich die jetzt einfach mal hier. Und zünde die dann von meiner Base aus, indem ich dann Dynamit drauf schmeiße. Das wäre ja mega nice. Das ist voll die gute Taktik. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich kann es nicht versprechen, dass das auch hinhaut. Eins behalte ich mal im Inventar für Notfall. Aber das ist mega die Idee. Möge das Battle beginnen. Oh mein Gott, meine Skelette laufen gegen den Elektro... Nein, nicht gegen den Elektrozaun laufen, böse Skelette. Okay, wir machen die drei Lucky Bohnen. Mal sehen, was wir für Bohnen rausbekommen. Magenta, Black, Pink und Brown. Okay, wir nehmen sie erstmal Magenta und Pink, würde ich sagen. Elina, komm. Elina sammelt noch ihre Armee. Wir haben noch Zeit, Leute. Erste Lucky Bohne. Oh mein Gott, nein, was ist das? Oh nee. Oh, ich habe ganz knapp überlebt. Was ist denn das für eine Lucky Bohne? Eine Unlucky Bohne war das. Elina, oh, meine ersten Zombies greifen schon an. Oh, Elina, das war ein Zuckerschuss, ey. Oh, da kommt Elinas Zombie-Mädchen-Armee. Du hast einfach ein paar Skelette in der Verteidigung gelassen, ne? Sehe ich da. What? Oh. Ist der Bogen so stark? Okay, Elina, Versuch Nummer 2. Mann, wieso laufen denn die Zombies? Okay, wartet, meine Taktik. Aber, oh, da wird schon mal fett gefightet. Aber wenn natürlich meine Zombies einzeln da reinlaufen, haben sie... Wow! Wow! Oh, das ist ja voll das nice TNT. Okay, wartet. Und? Okay, das hat nicht geklappt. Wir versuchen mal das hier. Boah, jawohl, mal, das hat geklappt. Nice, meine Taktik klappt. Was? Guck mal, dein Turm an. Mein Turm? Oh, der ist voll kaputt, Mann. Okay. Taktik und... Alter, oh, Elina, was? Ein Herz. Mein ganzer Turm ist weg. Okay, Leute, wir müssen selbst... Oh, Mann, das ist... Oh, das... Die ganzen Effekte meine wegen Leute den Pfeilen. Meine Leute beschützen mich. Okay, Leute, let's go. Und? Oh, nein, der elektrische Zaun. Oh, Gott, ich habe mich selbst gefeuert. Okay, meine Base ist einfach komplett zerstört. Die Flüssigkeiten, die Zombies, die Skelette. Nein, die Skelette laufen da rein. Seid ihr doof? Ja, du hast doch die gleiche Taktik mit dem TNT vor wie ich. Nee, darauf falle ich nicht ein. Boom. Wow. Oh, Kettenreaktion, oh mein Gott. Oh. From behind. Alter, mach mal keinen Stress, Elina. Doch. So, mal sehen, wer den Kampf gewinnt, ich bin gespannt. Auch nicht. Ja, aber deutlich, du, deutlich.
So, das räumen wir hier mal ein bisschen auf. Die Blauen müssen weg. Zack. Vorhin werde ich beschossen. Zack, du musst weg. Die Obsidian-Rüstung getankt hat. Mega OP. So. Wer braucht schon meine Zombie-Armee? Die helfen mir gar nicht. Aber ich räume mir einfach auch allein auf. Weg mit dir. Räume mir gerade deine auf. Echt jetzt? Wehren die sich? Ja schon, oder? Bisschen, aber. Ein bisschen, halt aber. Alter, was geht mit denen? Der ist ja mega. Wow. Geht down. Ich glaube, das wird ein finaler Showdown, Elina. Oh Gott, wir dürfen nicht in die Flüssigkeit. Ich weiß nicht, was hier Wasser ist und was falsches Wasser ist. Oh Gott! Okay, das war auf jeden Fall richtiges Wasser zum Glück. Okay, einmal rums um die Base. Also deine Base ist zwar noch intakter, aber definitiv auch ziemlich zerstört. So, hier haben wir noch ein Skelett. Wow, was geht mit dir ab? Hier haben wir noch ein Skelett. Ich glaube, du hast jetzt keine Armee mehr, Elina. Wow, Elina, auf mit dem Doom-Pfeil, bist du verrückt? Ich habe doch noch Skelette, die machen Action. Let's go, Elina! Zack! Zack. Oh. Zack. Zack. Ich glaube, das sieht gut aus für mich, Elina. Zack. Zack. Mein Skelett. Ja! Meine Skelette haben mir geholfen. Ich hoffe, euch hat das Battle gefallen. Flackt mal ganz kräftig den Like-Button, wenn ihr mehr Episoden sehen wollt. Und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Einfach unten auf das Video klicken, auf Abonnieren. Und klickt jetzt auf das Video, um zum letzten Video zu gelangen. Und zu einer nice Runde Lucky Blocks. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.